Lassen Sie sich nicht von der einfachen Optik oder dem britischen Understatement dieser Lautsprecher täuschen. Kevin Scott gehört für mich derzeit zu einem der weltweit besten Entwickler, was Lautsprecher angeht. Und das hat halt ganz bestimmte Gründe. Die Konstruktionsprinzipien dieser Lautsprecher unterscheiden sich von den meisten der gängigen Lautsprecher am Weltmarkt ganz entscheidend in Bezug vor allem auf das Gehäuse. Die meisten Hersteller versuchen, das Gehäuse möglichst ruhig, möglichst tot zu stellen, was aber auch dazu führt, dass Instrumente halt auch nicht wirklich natürlich klingen. Ja, das Problem ist einfach, dass der Klang häufig eingesperrt, eingezwängt klingt, nicht richtig ausschwingt. Und gerade was Live-Musik oder halt auch das Gefühl für Authentizität in der Musik ausmacht, ist eigentlich, dass ein Instrument bis zum letzten Ton wirklich richtig ausschwingt. Das vermögen die wenigsten Lautsprecher hinzubekommen. Kevin Scott geht da ganz andere Wege. Er baut keine toten Gehäuse, sondern daher auch der Name der Firma Living Voice. Die Gehäuse werden aus einem speziellen Mix aus Pressspan hergestellt, an dem er viele Jahre experimentiert hat. Und im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern schwingen diese Gehäuse mit. Es ist also im Grunde eine Konstruktion wie ein Instrument. Und das erzeugt diesen einzigartigen Klang dieser Lautsprecher. Sind einer der wenigen Lautsprecher, die es vermögen, das Gefühl zu vermitteln, dass da keine Anlage spielt, sondern wirklich Musiker im Raum sitzen. Man kommt in den Raum rein, hört diese Lautsprecher spielen und denkt sich, okay, ist das jetzt wirklich eine Anlage, die hier spielt? Und das können wirklich nur sehr wenige Lautsprecher für sich in Anspruch nehmen. Die beiden, die ich jetzt hier zeige, sind die ganz neuen Modelle von Kevin Scott. Das ist die Living Voice R3R, das günstigste Modell. Eine weitere Besonderheit an diesen Lautsprechern sind die Lautsprecher-Chassis, die nicht mit einer Gummisicke, sondern speziell mit einer Schaumstoffsicke arbeiten, wo man früher eigentlich nur mitgearbeitet hat und was eigentlich völlig in Vergessenheit geraten ist. Aber dadurch werden die Chassis viel schneller, springen viel schneller an, können bei leisesten Tönen, ist die Musik schon da, baut die richtige Bühne auf. Und die Bauteilequalität in der Weiche ist auch außergewöhnlich für diese Preisklasse, was halt auch dazu führt, dass der Lautsprecher sehr frei, sehr offen, sehr natürlich spielt. Es gibt eine Menge Lautsprecher, die im Test sehr gut glänzen, die optisch sicherlich viel mehr hermachen. Aber hier steckt hundertprozentig alles drin, was zu tun ist, um wirklich authentische Musikwiedergabe zu erzeugen. Und das schaffen für mich derzeit auf diesem Planeten wirklich nur wenige Hersteller. Und wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann führe ich Ihnen diese gerne mal in unserem Studio vor.